Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute ausschließlich im Radio, hier bei 1Live. Freie Themennacht, wie immer, freitags. Schön, dass ihr da seid. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Faxnummer nochmal, oder nicht nochmal, die Faxnummer 0800 5678 110. Über was habt ihr Lust, euch mit mir jetzt hier live in der Nacht zu unterhalten? Erste Anruferin ist Ingmar. Nee, doch, 30 Jahre alt, hallo. Hallo? Hallo? Ach, ein Mann, was denke ich, Ingmar. Ja, Entschuldige. Ich bin 20. Du bist 20? Ja. Ach, zwei Fehler, dann mache ich aus dir eine Frau und dann noch eine ältere Frau. Kein Problem, kein Problem. Also ja. Ingmar, ein Mann und 20 Jahre alt. Ja. Du hast mich angerufen. Ja, genau, und zwar hat sich vor ein paar Tagen oder vor einer halben Woche ungefähr der Marco gemeldet, der angefahren worden ist vom Auto am Zebrastreifen damals. Ja, genau. Mhm. Ja, und der hat ja über diesen, über euch hat er irgendwie gesagt, also der hat dem Fahrer eine Backpfeife gegeben gehabt und ich bin der Fahrer, der ihn angefahren hat. Du bist der Fahrer, der ihn angefahren hat? Ja. Und hattest du damals diese Sendung ja auch gehört? Ich hab, ich sehe fast jede Sendung, beziehungsweise höre fast jede Sendung. Also wir erklären nochmal für die Zuhörer, die nicht dabei waren. Marco? Ja, Marco war das. Genau, Marco hatte angerufen und erzählt, dass er von jemandem auf am Zebrastreifen angefahren wurde vor einigen Jahren. Ja. Und aufgrund dessen querschnittsgelähmt ist. Ganz schlimmes Schicksal, ganz schlimme Sache, auch 19 Jahre erst alt oder 20. Ja. Und dass er nie was von dem Täter gehört hat. Ja, stimmt. Und, das hast du gehört hier bei uns in der Sendung, dass er darüber sich beklagt hat. Daraufhin hast du dich mit ihm in Verbindung gesetzt, bist hingegangen. Ja, ich war bei ihm zu Hause. Genau. Und das hat er uns ja erzählt, dass der Vater, glaube ich, von ihm aufgemacht hat. Ja, genau. Weil Marco irgendwie in der Badewanne noch saß oder so. Ja. Erzähl das mal von deiner Perspektive aus, wie das dann abgelaufen ist in der Wohnung. Ja, und zwar, ich habe geklingelt und sein Vater, der hat mir da aufgemacht und hat mich ins Wohnzimmer dann, also ins Wohnzimmer geschickt. Mhm. Ja, und ach Gott, ey, ich probiere es nochmal, ja. Mhm. Also, nee, das war schon gut erklärt, war schon okay. Ja, also der hat mich ins Wohnzimmer geschickt und wie gesagt, weil der Marco noch am Baden war. Mhm. Und nach 10 Minuten, Viertelstunde kam der auch dann mit dem Rollstuhl reingefahren und ich habe den armen Jungen nur in dem Rollstuhl gesehen. Der ist ein Jahr jünger als ich. Mhm. Und ich denke, ich habe dem das ganze Leben versaut. Ja, und dann, der hat mich nicht wiedererkannt erst. Mhm. Und dann habe ich ihm das gesagt, ja, ich muss dir was sagen, es tut mir leid und ich war derjenige und dann kam er mit dem Rollstuhl, kam der auf mich zu, gefahren und ja, hat mir halt eine geschmiert, also eine Ohrfeige gegeben. Mhm. Ja, also ich also meines Erachtens hat er richtig reagiert. Ich glaube, ich hätte es auch so gemacht. Also ich kann mich gar nicht in die Lage reinversetzen. Ja, du hast ihm das nicht übel genommen? Nein, auf gar keinen Fall. Wie ging das dann weiter? Also er hat ja eine Ohrfeige gegeben und dann? Ja, und sein Vater, der hat dann gesagt, es wäre besser, wenn ich dann gehen würde jetzt. Mhm. Und ich bin dann auch gegangen und zwei Tage später war das, da war auch ein freies Thema, glaube ich. Genau, da war der Marco wieder hier auf dem Sender. Ja, genau. Und da hat er gesagt, ich sollte ihn nicht für übel nehmen oder so, dass er mir eine geschmiert hat. Genau, und er wollte gerne mit dir nochmal in Kontakt kommen. Hast du dich bei ihm jetzt nochmal gemeldet? Nein, eben nicht. Und ich wollte das erstmal über die Sendung machen, weil ich nehme ihm das auch nicht für übel. Ich denke schon, dass er richtig gehandelt hat. Wir hoffen, weil dass er das heute mitbekommt. Ich weiß nicht, wo er wohnt, weil wir heute nicht im Fernsehen sind. Mhm. Ob er eins live im Radio kriegt. Ja, das hoffe ich schon. Also du nimmst es ihm auch nicht übel, aber das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Bist du denn bereit, dich nochmal bei ihm zu melden? Ja klar, das hat er ja auch gesagt, dass er auch dann vernünftig mit mir reden möchte. Genau, und das wirst du dann auch tun. Ja, natürlich. Ingmar, jetzt erzähl mir doch nochmal ein paar Worte zu diesem Unfall damals. Du bist, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, mit sehr überhöhter Geschwindigkeit durch diese Ortschaft gebrettert. Ja, ich war 40 km/h zu schnell. Ich bin 90, 95 ungefähr gefahren. Genau. Du hattest aber keinen Alkohol getrunken? Nein, ich hatte nichts getrunken. Mhm. Und hattest du den Marco überhaupt nicht gesehen? Was heißt, ich hätte ihn nicht gesehen. Also hätte ich ihn früh genug gesehen, dann hätte ich ihn ja auch nicht angefangen gehabt. Auf der Straße ist fast nie was los. Und ja, ich denke, komm, fahr wie immer. Und
Alles klar, ja. Und dann stand auf einmal einer auf dem Zebrastreifen. Da ist normal nie was, also fast nie was los. Also du hast ihn zu spät gesehen. Ich hab, ja. Und er stand auf am Rande dieses Zebrastreifens. Ja, genau. Und dann, wie ist dieser Unfall so in deiner Erinnerung? Was ist dann passiert? Gab es dann einen Aufprall? Hast du ein Geräusch gehört? Irgendwie? Ja, der ist, also ich habe Handbremse gezogen, ich habe Fußbremse getreten gehabt. Und da flog der schon vor meine Windschutzscheibe. Und oh Gott, ich werde das nie vergessen. Mein ganzes Leben, also ich habe vom Gericht eine Geldstrafe bekommen damals, aber das Geld interessiert mich nicht. Ich werde mein Leben lang bezahlen müssen, das ist klar. Nur der arme Junge, ich denke mir nur der arme Junge. Ja, wie hoch war die Geldstrafe nochmal? 250.000 Mark. 250.000 Mark? Ja. Und Führerscheinentzug auf Lebenszeit. Auf Lebenszeit? Ja. Ah ja. Bist du dann, wie ging das dann weiter? Du warst ja nur unverletzt. Und bist du ausgestiegen und hast dir das alles angeguckt und hast du auch den Marco auf der Straße dann liegen sehen? Bist du nah an ihn rangegangen? Ja, natürlich. Ich habe den Notarzt gerufen und ich hatte selber, stand ich etwas unter Schock, kann man sagen. Aber ich habe nur gedacht, scheiße. Und rufen Notarzt, Polizei und naja. Aber ich frage nochmal jetzt, auch wenn man mit überhöhter Geschwindigkeit fährt, ist dieser Zebrastreifen nicht gut einsichtig? Das heißt, liegt der irgendwie von einer, nach einer Kurve, dass du das Nein, nicht sehen kannst? Ich bin aus einer Straße. Ich bin rechts abgebogen aus einer Straße, aus einer Nebenstraße. Ach so. Ja, und naja, gut. Auf der Straße, also wir sind da immer schnell gefahren. Aber es war eindeutig meine Schuld gewesen. Ja. Das hast du vor Gericht ja auch so gesagt, ne? Ja, klar, ja. Ich habe alles zugegeben. Du warst dann, hat der Marco erzählt, du warst dann einmal im Krankenhaus, als Marco im Koma lag, ne? Ja, genau. Da habe ich mit den Ärzten gesprochen. Ja, und die haben gesagt, ne, da kann keiner hin, nur Angehörige. Und dann habe ich später, habe ich den, nach ein, zwei Wochen war das, ich weiß gar nicht mehr so genau, habe ich bei dem zu Hause angerufen. Und seine Freundin ging ans Telefon dran und hat gesagt, ne, da will ich mit ihm reden. Ja. So, okay, das verstehe ich. Also ich finde erstmal ganz toll, dass du jetzt so aktiv bist und dich bei ihm gemeldet hast oder auch nochmal melden willst und auch nochmal jetzt hingehen willst, nachdem du auch eine Ohrfeige bekommen hast. Ja, klar. Das ist schon sehr mutig, finde ich schon eine gute Sache, also Respekt. Aber ich stelle mir das an deiner Stelle auch sehr schwer vor. Ja, klar, natürlich. Ne? Du gehst jetzt zu jemandem und... Ja, ich habe einem Menschen das Leben quasi genommen. Genau. Und das ist dir ja auch voll bewusst, ne? Ja, natürlich. Welche große Schuld du trägst und dann sitzt du diesem Menschen gegenüber. Ja, klar. Mir wäre ich würde ihm nicht so übel nehmen, wenn er mich erschießen würde, dann würde ich sagen, Dankeschön, ich hab's verdient. Was meinst du? Mal ganz krass ausgedrückt. Was meinst du, was ihr reden werdet, wenn ihr zusammensitzt? Ja, also, was heißt großartig reden? Also, man kann das nicht entschuldigen, was ich gemacht habe, aber ich will ihm doch irgendwie zeigen, dass es mir leid tut, dass es keine Absicht war. Opfer, und der Marco ist ja nun ein großes Opfer, ja, wollen immer gerne das Warum beantwortet haben. Warum ist das passiert? Ja. Ja, wie gesagt, das habe ich ja eben gesagt. So wie du es gerade schon gesagt hast, ne? Ja, das, Also Ingmar, nochmal, ich finde das wirklich gut, ohne das schmälert deine Schuld nicht, aber dennoch finde ich das einen sehr, sehr respektablen Charakterzug von dir, dass du dich jetzt bei ihm gemeldet hast. Und ja gut, ich kann auch, mein Leben ist auch im Arsch, also zwar das von Marco ist noch mehr kaputt, ist klar. Wie oft denkst du daran, was du da gemacht hast? Ich denke Tag und Nacht daran, ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ich war schon am Überlegen, was machst du, dann schmeißt du dich vor den Zug oder sonst was, aber das bringt ja auch nicht. Kannst du sagen, wie sich dein Leben sonst noch verändert hat nach diesem Unfall, nach dem schweren Unfall? Ja, komplett verändert. Also alle Leute sehen mich nur noch, also die machen entweder einen großen Bogen um mich rum oder ja, hier, da ist das Arschloch nur am Rasen und ich bin das Arschloch der Nation quasi bei uns in der Stadt. Und das heißt okay, also die ganzen so Bekannte und Freunde haben sich von dir abgewandt? Ja, gut. Schon. Ist schon so. Wie ist es mit deinen Eltern? Ja, meine Eltern, ja, gut, die sehen das auch einerseits... Die wussten, welchen Fahrstil ich fahre und die haben ja auch gesagt, wie hast du nur einen Führerschein gemacht wenn jeder so fahren würde wie du, dann wäre die ganze Welt kaputt und so weiter und so fort, aber die halten auch, andererseits halten die auch zu mir. Klar, sind aber deine Eltern. Ich verstehe das voll und ganz, wenn du sagen, du hast Scheiße gebaut. Sag mal, Ingmar, wenn man dir das vorher gesagt hat, und das haben dir wahrscheinlich auch deine Eltern vorher gesagt. Ja, klar, die wussten, wie ich fahre. Genau, du fährst absolut schlecht und gefährlich und so weiter, wie du gerade auch schon gesagt hast. Ja. Das ist dir da ja in das eine Ohr rein und ins andere wieder rausgegangen, ne? Ja, das stimmt, weil ich gedacht habe, okay, komm, ich habe
Du hast gedacht, ich hab's im Griff, ich bin ein guter Autofahrer, klar. Mir passiert das nicht. Ja, wie, genau. Nach dem, was du jetzt mitgemacht hast, du kennst die Phase der großen Selbstüberschätzung. Mhm. Ich bin der Tolle und mir passiert nichts und du kennst das. Ja, das habe ich gedacht, ich bin der Tolle, echt schnellsten Wagen, bestgetunteste Auto und so. Genau, genau. So, und du kennst jetzt das andere. Das jetzt gar nichts. Genau, und du kennst das andere jetzt, was passiert ist. Wie, was würdest du denn zu Jungs sagen, die gerade ihren Führerschein gemacht haben, die so drauf sind, wie du damals drauf warst? Ich würde sagen, Leute, das rentiert sich nicht. Rasen rentiert sich nicht. Auch haltet die Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn von 130, haltet die ein. Mhm. Und es kann immer was passieren. Es kann immer was passieren. Ich sag nur, Leute, Jungs, Mädels, Männer, Frauen, was weiß ich, machst du nicht so wie ich. Mhm. Das ist meine Botschaft an die ganzen Leute, die jetzt gerade... Hoffen wir, dass die Botschaft ankommt. Ja. Hätte dich so eine Botschaft beeindruckt vor ein paar Jahren? Nee, ich bin ganz ehrlich, nein, hätte mich nicht. Das ist schlimm, ne? Ja, ich war ein Egoist und wie gesagt, ich habe, bevor ich 18 geworden bin, ich habe 2 Jahre lang an meinem Auto rumgebastelt und so weiter und so fort. Mhm. Naja. Was war das für ein Auto, was bist du gefahren? Wie bitte? Was war das für eine Marke, die du gefahren bist? Ein Polo G40. Polo G40, ja. Also Ingmar, geh zu Marco. Ja. Und ich hoffe, dass ihr euch unterhalten könnt. Ich bin sicher, dass es klappt diesmal, weil Marco das ja auch wirklich dringend wollte. Ja, das hoffe ich auch. Wenn er das heute Abend nicht gehört haben sollte, dann melde dich bei ihm und... Ja, also wie gesagt, der beste Freund von dem Marco, das ist Leon heißt der hat sich mit mir auseinandergesetzt. Also ich kenne ihn auch von damals, von der Schule her. Ah ja. Und der fing auch an und sagte, ja Marco, hat zu Marco gesagt, hör mal, du, warum hast du dem eine Backpfeife gegeben und sowas? Und ich verstehe das auch, dass er es gemacht hat. Ja. So, und, kann man ihm nicht nachtragen. Naja, klar. Ja. Toi, toi, toi für das neue Treffen und den neuen Besuch bei Marco. Ich danke dir, Domian. Tschüss, Ingmar. Ja, ciao. Ne? Tschüss. Mach's gut, ciao. Jo. Jetzt habe ich hier Markus. 26 Jahre, stimmt das? Ja. Ja. Hallo, Domian. Ja, hallo, Markus. Oder Domi, wie neulich so eine. Ja, das ist ja nur allerliebst, Domi genannt zu werden. Ja, das ist mir aufgefallen. Das ist ja... Ich habe zum... zur Abwechslung mal nicht so tragische Dinge, wie ich sie die letzte Zeit erzählt habe, sondern ich habe mich furchtbar aufgeregt. Und zwar muss ich dazu sagen, ich bin blind. Ja. Und ein rotes Tuch für mich, es gibt 2 rote Tücher im Moment und ich als Blinder darf das sagen, das eine ist Corinna May. Ja. Warum? Und lass mich jetzt das andere sagen. Und das andere rote Tuch ist die Dame, die in Wetten, dass auftrat. In Wetten, dass? Ja, nicht in Wetten, dass. In Wer wird Millionär? Wer wird Millionär? Da ist eine blinde Frau aufgetreten, ne? Und hat gewonnen irgendwie. Ne? Ich habe es nicht gesehen, ich weiß es nicht. Hat gewonnen. Ja. So, fangen wir mit Corinna May an. Corinna May hat die Vorauswahl für den Grand Prix gewonnen. Ja, ja, genau. Aber und vertritt jetzt Deutschland in, wo ist es jetzt nochmal, in Estland? So genau, in Litauen, nein, in Estland. So genau weiß ich, ich weiß nicht. Zwar immer, wenn ich sie sehe, muss ich nach einer Minute 30 Sekunden abschalten. Du kannst sie ja gar nicht sehen. Ja, aber hören. Hören. Ich benutze den Begriff sehen. Das ist eben auch was sie immer sagt. Und ich sage dann immer, ich benutze den Begriff sehen, weil ich bin integriert. Na gut, also ich weiß aber, dass viele Blinde das auch, die sagen auch sehen. Wieso magst du sie nicht? Weil sie, meiner Meinung nach, also ich höre ja aufs Gehör und sie spekuliert drauf, meiner Meinung nach, dass sie viele Stimmen bekommt aufgrund ihres Handicaps. Mitleid, dass sie auf Mitleid, ja, den Mitleid-Effekt aus ist. Und ich bin sehr viel mit sehenden Menschen zusammen, weil ich es nicht ertragen kann, dass die Leute ein Handicap, das ihnen gegeben worden ist, nicht... Verstehe. Diesen bösen Vorwurf hat... Stefan Raab gemacht. Stefan Raab, weiß ich gar nicht genau, aber der, wie heißt er, der Jenseits der Scham, Jenseits von Eden gesungen hat. Nino D'Angelo. Nino D'Angelo, ganz genau. Wir brauchen gar nicht über Stefan Raab zu diskutieren, das ist indiskutabel, aber es ist Nino D'Angelo, ich kenne den Vorwurf nicht, hat durchaus nicht Unrecht. Ja, also, okay, muss man so stehen lassen. Ich weiß nicht, ob es so ist. Es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Also ich sagte eben, meine Erfahrung damit ist,
ich werde jetzt... Also ich beurteile, Entschuldigung, ich beurteile Sie nicht danach, ob sie sieht oder nicht sieht, sondern was sie für eine Musik macht. Und mir gefällt diese Musik überhaupt nicht, muss ich gleich mir sagen. Mir gefällt sie eben auch nicht. Und wenn man die Leute... Sind wir uns einig? Mal gucken, wie Europa entscheidet oder die dort beteiligten Länder. Ja, aber das Schlimme finde ich, wenn man fragt, gefällt dir die Musik von Corinna May, dann sagen sie, nee, aber die sieht doch nichts, die muss man doch unterstützen. Ach, das hat in meinem Umfeld keiner gesagt. Aber bei mir. Ja? Ja. Okay, also wir beide sind uns einig, so sollte man das nicht angehen, das Thema. Nee, also deshalb, und mir passiert es, ich steige in den Bus ein und es gibt, ich bin im Tübinger Raum, sind die Leute teilweise noch, die Älteren, etwas wie Gott angehaucht. Und da kann es sein, dass man im Breitschwäbisch angesprochen wird. Was sagen die dann? Hän sie auch wieder ihr Leidensgenossin gesehen, aber das nicht schön. Was, hängt sie auf? Nee, hän sie nicht auch wieder ihr Leidensgenossin gesehen gestern. Ich verstehe das nicht. Auf Deutsch, ob ich nicht wieder meine Leidensgenossin gesehen hätte gestern. Ach so. So was Anrühriges. Jan, ich übersetze, ich konnte nur noch heulen, als ich sie sah. So ein rührendes Mädchen und so arm. Und der muss man doch die Stimme geben. Na, ich sag, gute Frau, was denkt sie denn? Dahinter steckt einfach die Forderung, die ich von so vielen Behinderten schon gehört habe. Verdammt nochmal, behandelt uns ganz normal. Das Schlimme ist, dass sie selber auch diese Forderung hat. Gut, aber das ist jetzt deine Unterstellung, das kann man ja auch nicht so beweisen. Jetzt sag mir mal, kommen wir zum anderen Thema. Wer wird Millionär? Da hat eine blinde Frau gewonnen, ne? Ja. Ich möchte vorschieben, ich gönne ihr den Gewinn. Ja. Und keine Frage. Wie viel hat sie gewonnen? Jetzt ist wieder mit der D-Mark umstellen. Ich glaube, 32.000 D-Mark oder eben, wenn es Euro gewesen sind, 64.000. Okay. Warum, was hast du da zu kritisieren? Günther Jauch ist ja allgemein sehr tough eigentlich. Und ich mag eigentlich seine Art ganz gut, dass er das relativ immer gleich rüberzieht. Mhm. Und die Frau kannte ein Fremdwort und Günther Jauch kriegte sich schier nicht ein, dass sie ein Fremdwort kannte. Wie, dass sie ein Fremdwort kannte? Dass sie das kannte? Um welches Fremdwort handelte es? Syntax. Sie wusste, was Syntax ist. Und das fand er ganz verrückt, dass sie das kannte? Ja, das ist aber toll. Hat das jetzt irgendwas mit ihrer Blindheit zu tun? Ja, weil ich schätze es, weil er hat bei keinem anderen, normalerweise würde er sagen, na, wie sieht es da mit der Allgemeinbildung aus oder sonst irgendwas? Und er sagt, und das hast du gelernt, das lernt man bei euch? So in dem, also es hat er so wörtlich nicht ausgedrückt. Also in diesem Fall Kritik an Günther Jauch, beim letzten war es dann ja, Kritik an Corinna May. Auch bei ihr, also bei der Kandidatin, die dann so künstlich gelacht hat. Und ich habe jetzt zuerst noch gedacht, na, du bist ungerecht. Wie alt war die Kandidatin? 20. 20. Ach, Herr Markus, ich weiß nicht, ich bin ja nun, wenn man Moderator ist, egal wo, denn natürlich beobachten die Leute einen bei jedem Wort, was man sagt. Und sie legen auch jede Silbe auf die Goldwaage. Ich würde das mal nicht so ernst nehmen. Ich glaube bestimmt, so wie ich den Günther Jauch einschätze, dass er das nicht abschätzig gemeint hat. Vielleicht ist das irgendwie so ein bisschen falsch betont worden. Er hat es nicht abschätzig gemeint. Ich denke, Günther Jauch hat deshalb so reagiert, weil sie wollte, dass er so reagiert. Ich kenne ja ihre Körpersprache nicht, aber ich habe sie mir so vorgestellt. Ach so, du meinst, die Schuld liegt in diesem Fall auch wieder bei der Blinden. Ah, ja. Ja. Das heißt also, letztendlich kritisierst du sehr viele viele Menschen, die blind sind, dass sie kokettieren mit ihrer Behinderung und auch auf Mitleid aus sind. Ich kokettiere auch mit meiner Behinderung, aber nicht, weil ich auf Mitleid aus bin, sondern weil ich ehrlich viel geschafft habe in meinem Leben. Was machst du vom Beruf? Ich studiere noch, aber... Was studierst du? Jura. Jura. Ich habe aber damals keinerlei Hilfen bekommen. Ich habe... Ich bin zu einer Zeit, bin ich in eine normale Schule gegangen. Da war ich noch sonderschulpflichtig. Mhm. Da gab es niemand, der bereit war. Das lag alles. Das ist ein harter Weg, das glaube ich. Schultern der Familie. Ja. Und ich habe ein Abitur von 1,2 gemacht. Mhm. Und das ist was, damit kokettiere ich. Ja. Aber also ich glaube, es ist rübergekommen, dass dir dieses Verhalten, so wie wir es gerade beschrieben haben und uns so ein bisschen unterhalten haben darüber, nicht gefällt.
Und ich hätte auch gar nicht angerufen, wenn ich hätte es ja für mich behalten, wenn mich nicht Leute, die mich gut kannten, angesprochen hätten und gesagt haben, na, da hätte ich gern dein Gesicht gesehen, da ist er wahrscheinlich wieder, sind da wahrscheinlich wieder die Zähne. So, Markus, jetzt sagst du mir mal, welchen Platz wird Corinna May erreichen beim Grand Prix? Dein Tipp? Das ist ganz schwierig, ich weiß nicht wieder, also... Also unter die ersten, sagen wir mal, unter die ersten fünf? Ich kenne die anderen Lieder gar nicht. Nein, ich auch nicht. Nur mal so Tipp. Also, ich glaube ja. Okay, aber war Markus. Ich danke für deinen Anruf, für die Meinungsäußerung und toi 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 für dein Studium. Schade ist, dass ich nur auf das Fernsehen ja nicht da ist und ich kann euch nur über Fernsehen gucken. Ja. Ich kriege jetzt den Rest der Sendung nicht mit. Ich würde so gern mitbekommen, ob noch irgendwelche Reaktionen zu Corinna May kämen. Können wir leider jetzt nicht ändern, Markus. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir wirklich alles Gute. Danke, Dominik. Auf Wiederhören. Ich hoffe, du verstehst nicht falsch. Nein, absolut nicht. Alles in Ordnung. Alles in Butter. Danke. Tschüss. Tschüss. Frank, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Dominik. Hallo, Frank. Um was geht's, Frank? Vorige Woche hatten wir das Thema Sterben. Ich war derjenige, der den Geburtstag im Mai nicht mehr erlebt. Ja. Und du hast mich gefragt, ob ich noch einen Wunsch hätte. Ja. Was ich gerne noch mal machen würde. Ja. Und der Wunsch war, ich möchte noch einmal an der Nordsee. Ja, ich erinnere mich sehr gut, ja. Jetzt rate mal, wo ich bin. Nein. Du bist jetzt an der Nordsee? Ja. Das ist ja doll. Erzähl, wie ist es dazu gekommen? 15 Minuten nach Sendungsschluss rief mich ein Kollege von dir an, gab mir eine Nummer, eine Telefonnummer, wollte ich mich mal melden. Dann gab es noch eine andere Telefonnummer, da wollte ich mich auch melden. Da dachte ich mir, okay, wer so lange du mir guckst, rufst du doch mal eben als Spaß halber. Und die Person, die war auch sofort am Telefon und hört auch deine Sendung tagtäglich, wie es geht, wie es schafft. Und haben wir uns eine Stunde unterhalten, nächsten Abend nochmal eine Stunde unterhalten. Und zwischenzeitlich habe ich auch Kontakt zu der jungen Frau aufgenommen, die vor mir gesprochen hat. Ja. Die HIV-positiv ist und auch einen Tumor hat. Ja. Wir haben uns auch schon kurz geschlossen. Wir werden uns, wenn Gott will, auch nochmal sehen. Mhm. Wie kam es denn jetzt zu dieser Nordsee-Reise? Ja, die gute Dame, die sagte dann, ich kann mich gut in dich einversetzen. Also mit der du Kontakt aufgenommen hattest, nicht die, mit der ich in der Sendung gesprochen habe. Mhm. Und ja, die sagte, weißt du was, komm, fahr zur Nordsee, eine Woche. Die hat dir das spendiert? Ja. Das ist ja toll. Das ist ja ganz toll. Wo bist du denn jetzt genau? In Dun. In Dun heißt das? Das ist ein Ortsteil von Cuxhaven. Ah ja. Und wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Ein bisschen schlapp mit Medikamente. Ja. Aber vom Kopf her klarer, weil ich diese Psychopharmaka, mit denen man uns vollgepumpt hat, die lasse ich jetzt weg. Und ich habe auch jetzt am 2. April habe ich noch einen Termin bei einem Professor in der Uniklinik Hannover, um nochmal seine Meinung zu hören. Also, das war ja schon sehr dramatisch und sehr traurig, als wir uns unterhalten haben. Das Gespräch fing damit an, dass du sagtest, ich habe heute erfahren, dass ich meinen, ich bin 40 Jahre alt und habe heute erfahren, dass ich meinen 41. Geburtstag nicht mehr erleben werde. Und da habe ich dich gefragt, wann hast du deinen 41. Geburtstag? Ja, Anfang Mai hast du gesagt. Richtig. Und der Hintergrund ist, dass du einen sehr schweren Gehirntumor hast. Richtig. Und auf meine Frage eben, was würdest du denn gerne noch machen, was wäre dein ganz großer Wunsch, hättest du gesagt, ich würde so gerne mal in die Nordsee fahren, aber ich habe die Kohle nicht dafür. Richtig. Deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass das durch unsere Sendung jetzt zustande gekommen ist, dass dir dieser Wunsch nochmal erfüllt wurde. Ich möchte mich auch auf diesem Weg nochmal ganz herzlich bei der Frau bedanken. Und sogar eine ganze Woche, das ist ja ganz toll. Super, wirklich. Du wohnst da in einem kleinen Hotel irgendwie?
in einem etwas größeren Hotel. In einem größeren Hotel. Und was hast du jetzt schon so gemacht? Ich bin gestern Abend hier angekommen und habe dann erst gar nichts gemacht. Heute Morgen schön Frühstück an diesem schönen kleinen Spaziergang gemacht. Ja. 20 Minuten länger ging es nicht. Und Nachmittag hier im Hotel jetzt ein kleines Schwimmbad, weil ich schwimme. Mhm. Heute Abend habe ich auf der Terrasse gesessen und habe den Schiffen zugeguckt, die hier. Ja. Ich freue mich wirklich sehr für dich, Frank. Ich freue mich wirklich sehr. Weil das wirklich sehr zu Herzen ging, auch dein Wunsch, den du geäußert hast, dass du das nochmal sehen möchtest, das Meer. Jetzt hast du gar eine Andeutung gemacht, du gehst nochmal zu einem anderen Professor. Richtig. Können wir daraus eine Hoffnung ziehen, dass es vielleicht doch irgendwie noch einen Weg gibt? Weiß ich nicht. Wie bist du auf den Professor gekommen überhaupt? Bitte? Wie bist du auf diesen Professor überhaupt gekommen? Über Beziehungen. Ein Bekannter von mir ist Arzt, ja. Ein Herzchirurg, und der hat mir den Termin besorgt. Ging also von heute auf morgen quasi. Und das wird auch so sein, du kannst auch dann direkt vorsprechen bei diesem Professor persönlich? Ich habe einen festen Termin morgens bei ihm in Hannover. Ja. Ich habe die Kernspin-Bilder alle hier, die bisherigen Behandlungen und Medikationen und so weiter. Und dann soll er sich nochmal angucken, wenn er vielleicht noch eine andere Idee hat. Du bist jetzt aber noch ein paar Tage an der See. Bis nächsten Donnerstag. Was hast du noch vor, dort zu machen? Was habe ich vor? Das ist eine gute Frage. Auch einfach so da sein, gucken wahrscheinlich. Einfach nur da sein, gucken und großartig rumlaufen kann ich nicht. Ja. Ich werde vielleicht ins Auto setzen, ein paar Nachbarorte befahren. Also du kannst selbst noch Auto fahren, das geht. Ich kriege diese Psychopharmaka ja nicht. Dieses Bewusstsein. Hast du eigentlich im Moment auch Schmerzen? Latenter Schmerz ist immer da. Also Frank, schön, dass du durchgekommen bist jetzt nochmal. Schön, dass du es uns erzählt hast, aber das Allerschönste ist, dass du an der Nordsee bist. Und danke für dein Autogramm. Ist es angekommen sofort? Ich habe es direkt in der Nacht noch fertig gemacht und weggeschickt. Und was meinst du, wie viele Leute dir jetzt die Daumen drücken für deinen Termin bei dem Professor? Ich weiß es nicht. Doch, ganz viele, ganz viele. Ich bin ganz sicher. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass es vielleicht auch irgendwie noch einen Weg gibt, irgendeinen Ausweg. Ne? Manchmal kommt ja dann ein neuer Arzt doch auf ganz neue Ideen und das Blatt wendet sich dann nochmal. Dann wird es langsam eng, dann ist es nur 4 Wochen. Ja. Also, von Herzen alles Gute, Frank. Und genieß jetzt die Tage an der Nordsee. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und ich freue mich, dass es dir so gut gefällt dort. Ihr habt mich angerufen. Oder so, ich weiß es ja nicht. Ich sitze ja immer hier und kriege nur hier reingestellt. Ich weiß nicht, wie das alles läuft. Alles Liebe und alles Gute, Frank. Danke, Daniel. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit, frage ich meine Regie, mit Nadine, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Nadine. Mach mal Radio aus. Und ich hatte schon vor 2 Wochen, haben wir mal miteinander gesprochen. Wir beide? Ja, und meine Freundin auch. Ja, da ist noch Katrin, ne? Ja. Was war das nochmal? Ich erinnere mich, da waren 2 Mädels, mit denen ich geredet habe. Um was ging es? Ja, das ging um unsere Eltern quasi, dass sie uns nicht getraut haben, denen das zu sagen. Ihr beiden süßen Lesben, ne? Wir sind süßen, ja. Also ihr beiden seid ineinander verknallt, Nadine und Katrin. Zum ersten Mal in Frauen, ne? Ja, genau. Und das große Problem war, wie sage ich es den Eltern? Und wie sagen wir es den Eltern? Und ich glaube, bei dir war es noch dramatischer, ne, mit den Eltern. Ja, aber darum ging es eigentlich jetzt gar nicht. Ach so. Aber die wissen es auch immer noch nicht. Also da war nur mal so kurz irgendwie ein erschrockener Anruf von Katrin, dass sie meinte, ihre Mutter hätte irgendwas mitgekriegt, aber war dann wohl irgendwie doch nicht. Ach so. wir haben aber ein anderes Problem mit einer Freundin quasi, weil der haben wir das eben erzählt, dass wir zusammen sind. Also sie weiß das auch und wir machen halt immer ziemlich viel zu dritt. Und sie ist auch 21. Und hatte noch nie eine Beziehung, also noch nie so eine Beziehung halt zu einer Frau oder zu einem Mann, noch gar nicht. Und sie,
sie sagt halt, dass sie auch lieber eine Beziehung zu einer Frau haben will. Mhm. Aber so ganz kann sie es ja eigentlich nicht sagen, weil sie ja noch überhaupt gar keine Erfahrung hat. Und das Problem ist einfach jetzt, dass wir immer zu dritt weg sind und ja, wir uns auch nicht mehr trauen, irgendwie uns wahrscheinlich zu küssen, wenn sie dabei ist oder so, weil das irgendwie sehr unangenehm ist, sag ich mal. Weil sie auch ein bisschen eifersüchtig ist, glaube ich, weil sie sagt auch so, ja, und sie möchte das ja auch so wie bei uns erst so lange befreundet sein und dann sich ineinander verlieben und so. Und wir haben auch schon, wir wollen sie gerne verkuppeln, wir haben das auch schon mal versucht, aber ich glaube, sie mag das auch gar nicht so gern. Wir wissen jetzt auch echt nicht mehr, wie wir uns jetzt verhalten sollen, wenn wir mit ihr eben was machen. Das ist ziemlich scheiße. Also, ich kenne auch sehr gut das Problem, wenn man mit einem Pärchen unterwegs ist oder wenn man als Pärchen eine dritte Person dabei hat. Ja. Ich habe es zeitlebens gehasst, mit Pärchen auszugehen, die sich als Pärchen verhalten. Ja, das fand ich immer ganz blöd, ja, dieses Getätschel. Das ist halt auch für uns blöd. Ja, ja, klar, ich lasse sagen, dieses Getätschel und Geküsse und Gemache, ich kam mir immer ganz doof vor. Ja, und habe umgekehrt, wenn ich Pärchen, wenn ich Pärchen war, habe ich auch versucht, das mich da zurückzuhalten. Man kann, ihr könnt das ja auch weiterhin dann so machen, wenn ihr da schon vorsichtig seid, dass ihr euch zurückhaltet. Ja, was wollt ihr machen? Ihr könnt sie nicht verkuppeln oder ihr könnt ihr nicht irgendeine Frau aussuchen. Nein. Das wäre aber das Beste eigentlich. Ja, aber ihr könnt gar nichts machen. Was sollt ihr machen? Ihr könnt sie mitnehmen, wenn ihr rausgeht, in der Hoffnung, dass sie irgendjemand findet und ihr könnt euch ordentlich, also nicht vielleicht freundlich ihr gegenüber verhalten, aber was sonst kann man nichts machen. Sie macht ja auch nichts von sich aus. Gut, dann ist es aber auch ihr Problem. Ja, aber es ist ja auch dann unser Problem mit, weil es ist halt irgendwie, sie will immer dann mit uns was machen, dann machen wir was mit ihr und nachher können wir uns dann ändern. Irgendwie, sie kommt sich vor wie das fünfte Rad am Wagen. Was heißt denn? Wir machen ja eh nur noch zu zweit was zusammen. Und, was heißt denn, wir machen was zusammen? Um was geht es denn da? Ja, wir gehen ins Kino, wir gehen abends in die Kneipe oder was weiß ich was eben. Und mittlerweile ist es auch schon so, dass wir uns wirklich bemühen, dass dann auch immer andere Leute mitkommen. So, und wenn wir irgendwo in eine Disco fahren oder so, dann wollen wir auch immer, dass dann irgendjemand anderes mitkommt oder so, damit wir uns dann vielleicht auch mal absetzen können. Naja, und halt sie sagt halt auch so, ja, und uns gibt's eh nur noch im Doppelpack und sie meint auch, wir wären voll langweilig geworden, weil es gab halt mal so eine Zeit, so was weiß ich, vor 2 Jahren, sind wir mit super vielen Leuten jedes Wochenende in die Disco gefahren und da haben wir jetzt auch einfach keine Lust mehr zu. Und wenn sie dann mal anruft, weil sie ruft auch kaum an, um uns zu fragen, was wir machen, eigentlich kommt das immer von uns, dass wir sie fragen, ob sie nicht mitkommen will. Ja, dann reduziert das doch ganz einfach mal ein bisschen. Wenn das alles so kompliziert ist, dann ruft sie halt nicht mehr so oft an. Ja, das ist ja das Problem, das haben wir ja auch schon gemacht, aber dann meldet sie sich auch überhaupt nicht mehr und sie ist uns aber auch als Freundin wichtig. Und wenn wir jetzt auch sagen, wir machen jetzt gar nichts mehr, wir melden uns jetzt auch nicht mehr bei ihr, dann bricht der Kontakt, glaube ich. Naja gut, man muss es ja nicht so radikal machen. Das kann ja einfach, wenn ihr habt ja offensichtlich eine Eindruck, dass das so nicht mehr läuft im Moment. Ja. Sie kritisiert irgendwie euch, obwohl das ja verständlich ist, dass ihr euch vielleicht ein bisschen so auf euch zurückzieht im Moment. Sie geht euch ein bisschen auf den Geist, dann kann man das ja auch etwas runterfahren. Das heißt ja nicht gleich Kontakt abbrechen. Und man muss ihr einfach klar machen, dass sie halt auch ihr eigenes Ding suchen muss und machen muss, ne? Ja, aber das ist ja das Problem, das hatten wir auch schon mal. Wir hatten zwischenzeitlich mal ein ganzes Jahr oder so überhaupt gar keinen Kontakt, weil es eben so gewesen ist. Dass also wir uns dann auch nicht mehr gemeldet haben, aber da waren wir auch noch nicht zusammen, aber da haben wir trotzdem schon so wie zusammengegluckt, sag ich mal. Und da war es dann auch schon, dass wir dann überhaupt gar keinen Kontakt mehr hatten. Und ich meine, da haben wir ja auch keine Lust, so dass wir dann gar nichts mehr mit ihm machen eben. Meine Überlegung war gerade halt es reduzieren, ein bisschen weniger anrufen, aber dennoch anrufen. Ja, das machen wir ja auch. Aber ja gut, dann lass es doch so laufen. Wo ist das Problem? Ja, das Problem ist einfach, dass wenn wir dann wirklich was machen, ich kann jetzt nur von mir sprechen, dann auch immer das Gefühl so, dass sie dann schon immer so eifersüchtig ist und so. Ja gut, das ist aber ihr Problem, wenn sie eifersüchtig ist. Ja, aber das wirkt sich ja dann auch auf die Freundschaft aus. Ja gut, aber wenn es dann zu nervig wird, dann ist es halt auch dann funktioniert es halt nicht mit euch dreien. So ganz einfach. Ihr könnt euch ja nicht auseinander dividieren lassen, nur weil das Mädel keinen Freund, keine Freundin hat und eifersüchtig ist. Ja, liebe Nadine, lassen wir es mal dabei.
Da müsste halt erst ein bisschen härter vorgehen. Da gibt es jetzt keine super kluge Lösung. Wenn das so nicht funktioniert wie bisher, muss man das runterstufen. Und wenn dann die Freundschaft irgendwie vielleicht dann auch angeknackst wird, dann ist es halt so. Das ist aber auch scheiße. Das ist auch scheiße. Du grüßt mir Katrin herzlich von mir. Okay? Ja, mach ich. Tschüss. Okay, tschüss. 1.34 Uhr und 55 Sekunden, kleine Pause. Und 20 Sekunden, hier ist Radio 1 Live. Das will der Fernseher heute eben nicht. Seht ihr, das ist so drin, dass ich das immer so sage. Also heute ist das Radio ganz alleine hier angeschlossen bei Domian. Und nicht, dass wir der Fernseher mit einer freien Talknacht. Unsere Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Manni ist jetzt hier und Manni ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Manni. Um was geht's? Hallo? Jetzt höre ich Manni nicht. Manni ist weggebrochen. Dann geht es weiter mit Vera. Und Vera ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Vera. Dein Thema? Mein Thema ist, mein Vater hat mich eben geschlagen. Dein Vater hat dich eben geschlagen? Ja, meine kleine Schwester, also ich bin 23, wie schon gesagt, und meine Schwester, die ist 16. Wohnt ihr zu Hause noch? Sie wohnt zu Hause. Ich wohne im selben Haus, aber ich habe eine eigene Wohnung. Mhm. Naja, und dann bin ich mit ihr zum Zahnarzt gegangen nach Köln, wo ich arbeite, weil ich Zahnschmerzen hatte. Ich habe sie einfach mitgenommen, damit sie mal rauskommen. Heute Abend? Ja, und meine Eltern waren eigentlich damit also einverstanden. Ja, und dann habe ich einen Zug verpasst, habe auch angerufen. Moment, nochmal, die Kleine hatte Zahnschmerzen. Ich hatte Zahnschmerzen. Du hast und hast sie mitgenommen. Erfahren, genau. Und dann bin ich mit ihr zusammengegangen, weil ich habe gesagt, komm, dass du auch mal rauskommst. Wir haben ja eh Wochenende, damit du mal was von Köln siehst und, weil sie darf nicht raus und sie muss immer zu Hause bleiben. Und wo bist du hingegangen? Ich bin mit ihr zusammen nach Köln gefahren. Ich arbeite in Köln und ich bin zusammen mit ihr dahin gefahren. Um wie viel Uhr? Ja, so ungefähr gegen 10 Uhr. Wir haben nämlich bis 10 Uhr geöffnet. Heute Morgen? Ja, also heute Morgen. Mhm. Beziehungsweise. Also du arbeitest als Zahnarzthelferin, hattest aber auch Zahnschmerzen. Genau, und dann bin ich da hingefahren zu meinem Chef und hat er sich das angeguckt. Ja, und dann so gegen 11 Uhr, gegen 23 Uhr sind wir dann nach Hause gefahren. Was habt ihr den ganzen Tag gemacht? Also ich war arbeiten vormittags und am Nachmittag war schon eine Freundin. Und dann plötzlich habe ich das Zahnschmerzen gekriegt, unverhofft. Ja, auf jeden Fall bin ich mit meiner Schwester nach Köln gefahren, damit die raus kann einfach mal. Ich habe sie mal mitgenommen. Also, das verstehe ich nicht richtig, Vera. Du, heute Morgen bist du aufgrund deiner das war gestern um 23 Uhr. Also es war bevor jetzt, wir 2 Uhr hatten, also den Tag davor. Also heute in der Nacht. Also nicht jetzt der Tag, sondern am 20. Ja. Bist du jetzt am Abend dahin gefahren, um 22 Uhr oder morgens hingefahren? Nee, um 22 Uhr. Aha, jetzt. Das ist aber eine schwere Geburt. Also am Abend hattest du Zahnschmerzen, jetzt letzten Abend und dann hast du bist du zu deinem Zahnarztchef gefahren und die kleine Schwester mitgenommen. So, um 22 Uhr, genau. Und dann?
Und dann bin ich so gegen 23 Uhr am Hauptbahnhof angekommen, habe ich zu Hause angerufen, habe Bescheid gesagt, dass ich den Zug verpasst habe. Mhm. Hat auch gesagt, kein Problem. Ja, und dann danach habe ich einen Anruf gekriegt von meinem Vater, meinte, wo bleibst du? Und also hat mich dann beschimpft von A bis Z. Mhm. Dann habe ich natürlich direkt aufgelegt, weil mir das so blöd wurde. Mhm. Ja, dann bin ich zu Hause angekommen, so gegen 23:30. Mit der kleinen Schwester? Mit der kleinen Schwester. Mhm. Und sie wohnt ja unten bei meinen Eltern. Mhm. Und sie hat halt eben geklingelt. Dann habe ich sie gesagt, warum hast du geklingelt? Da hättest du direkt bei mir schlafen können, wäre kein Problem. Mhm. Ja, daraufhin kam mein Vater raus. Kein Wort, nix. Geht direkt auf die Kleine los. Und ich konnte das einfach nicht ansehen. Da bin ich dazwischen gegangen. Also hat die Kleine geschlagen? Genau, aber ja. Richtig. Mhm. Ja, bin ich dazwischen gegangen und dann hat er mich natürlich gepackt am Hals. Und dann habe ich natürlich losgeschrien, weil er hat mich ja beinahe umgebracht. Ja, danach kam meine Mutter dazwischen, mein Bruder. Und dann hat man das meinem Mann gehört, weil er wohnt ja im selben Haus, im dritten Stock. Der war am Schlafen, hat das noch nicht so mitgekriegt. Und dann kam er runter und dann ist auch dazwischen gegangen. Hm. Und er hat alle Wie genau hat dein Vater dich denn geschlagen? Wie und wohin? Also auf den Kopf. Wie viel Mal? Also das war zu oft, das konnte ich auch nicht zählen. Also er hat dich auf deinen Kopf sehr oft geschlagen? Genau. Mit der Hand? Mit der Hand, mit der Faust. Mhm. Und er hat mich auch 2 Wochen also davor auch geschlagen. Mhm. Weil, also ich war da, also im Keller, im Waschkeller, und hat er mich auch, weil ich mit meinem Mann gestritten habe, der er will nicht, wie auch immer. Sag mal, Vera, hat er mich schon mal geschlagen. Wenn das so bei euch zugeht, ne? Ja. Verstehe ich nicht, warum du da in dem Haus deiner Eltern wohnst. Ja, ich habe ja jetzt eine neue Wohnung und ich habe ja eine Kündigungsfrist. Und ich muss ja jetzt in 3 Monaten ziehe ich ja sowieso aus. Wie Kündigungsfrist? Bei deinen Eltern hast du Kündigungsfrist? Ja, ich verstehe mich mit denen gar nicht gut. Mhm. Also ich kann jetzt in 2 Monaten einziehen. Wir haben das so ausgemacht, dass ich dann gehe. Mhm. Ja, auf jeden Fall hat er dann auf mich losgeschlagen. Und dann habe ich gesagt, jetzt reißt mir, ich rufe die Polizei, ich will das nicht mehr. Mhm. Und dann hat er mir Handy aus der Hand gerissen, aber irgendwie bin ich dann in entwischt. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Dann bin ich vor der Tür rausgegangen. Und dann habe ich nur gehört, wie es gekracht und. Und dann habe ich gesagt, was machst du jetzt? Rufst du die Polizei oder fährst du weg? Dann habe ich gesagt, ich kann nicht meine Schwester alleine lassen. Mhm. Und wo ist die Schwester jetzt im Moment? Die ist jetzt bei mir. Die ist bei dir. Und dann habe ich die Polizei gerufen, dann ist sie gekommen. Und dann hat sich meine Schwester angeguckt. Natürlich hat sie Angst gehabt, irgendwas zu sagen. Mhm. Also überhaupt einen Ton. Ach so. Hat natürlich gezittert ohne Ende. Und ich habe meinem Vater ins Gesicht gesagt, alles, was ich gesagt habe. Also, was passiert? Also ist jetzt eine Anzeige, hast du deinen Vater angezeigt? Also ich habe jetzt, weil wenn ich ihn anzeige, dann bringt er mich um, das weiß ich. Also hast du ihn nicht angezeigt? Nein, ich habe verzichtet. Ich habe gesagt, wenn das noch einmal passiert, dann mache ich das. Ja, so, für dich ist das Problem ja auch bald erledigt, nämlich weil du ausziehen wirst. Ja, genau. Aber die kleine Schwester, was ist mit der? Ich habe ja noch 6 kleine Geschwister, die nach mir kommen und... Und ich bin ja 23 und ich bin seit 23 Jahren, als hätte ich die ganze missbraucht, schon gesagt. Also einfach missbraucht, geschlagen, ohne Ende. Hast sehr viel Gewalt erleiden müssen. Ja. Wie verhält sich denn deine Mutter, wenn dein Vater so hier zornig ist, so gewalttätig? Also meine Mutter unterliegt sie mir auch total. Bitte? Ich weiß auch nicht, was, meine Mutter unterliegt sie mir auch total. Mhm. Wenn sie sich gegen ihn erheben würde. Wie alt sind die anderen Geschwister? Die sind alle zwischen 21 und 10, also alle im Dreh darum. Mhm. Also und es gibt dann schon noch ein paar kleinere, ne? Ja, und ich habe also den ersten Schritt von allem getan. Mhm. Das ist mir selber sehr schwer gefallen, aber irgendwie schaffe ich das selber nicht mit der Psyche. Weil, sagen wir, Vera, wieso kam es denn überhaupt zu der Entscheidung, dann in dieses Haus noch einzuziehen, wenn das eh alles so kompliziert ist? Na, ich habe ja schon lange davor gewohnt. Und ich hatte auch, also das letzte Mal, wo der mich geschlagen hat, da war ich 17. Ja. Ja, und dann nicht mehr. Ja, und dann, als ich verheiratet war, da habe ich gesagt, bleibst du erstmal hier, damit der Mann Arbeit findet, weil er kommt ja von Italien. Mhm. Und damit wir einfach ein bisschen Standfuß kriegen. Da war auch damit einverstanden. Also finanzielle Gründe waren das auch. Genau, ja. Einfach finanzielle Gründe. Ja, und daraufhin. Mhm. Ja, und ich weiß jetzt im Großen und Ganzen nicht, was ich tun soll, ob ich jetzt anzeigen soll oder nicht. Und ich habe sowieso, mit meiner Freundin kann ich nicht reden, weil ich mich mit ihr auch gestritten habe, deswegen wegen meinem Vater, weil er hat mich vor ihr mit dem Messer bedroht. Und also ich finde grundsätzlich schon, dass man solche gewalttätigen Männer und Väter anzeigen soll,
um vielleicht auch noch Schlimmeres zu verhindern, was er an den jüngeren Geschwistern anrichten kann. Ja, also ich habe vorhin einfach gemerkt, wo der meine Schwester angegriffen hat, also wenn du jetzt nicht dazwischen gehst, dann fast versagst du das Leben. Eben. Ich möchte, weil das ist ja nun eine schwierige Entscheidung und die muss man mit sehr viel Verantwortung, mit sehr viel Verantwortungsbewusstsein auch fällen. Ich möchte gerne, dass du mit meiner sehr erfahrenen Psychologin jetzt mal ein paar Worte redest, mit der Anna. Die wird dich da sicher noch detaillierter beraten können, wie man da vorgeht. Ja, das Vera? Das machen wir mal so. Und du legst auf und die Anna ruft dich gleich zurück. Okay. Und ich wünsche, dass du da bald rauskommst und ein ruhigeres Leben führen kannst. Ja, okay. Tschüss. Bedanke ich mich recht. Ja, tschüss, Vera. Jetzt habe ich am Telefon die Marion und Marion ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Marion. Mein Thema ist, wenn jüngere Frauen mit älteren Männern zusammen sind. Daher lese ich hier auch auf meinem Computerbildschirm, da ist noch ein Joachim, der ist 41 Jahre alt. Ja. Das ist dein Freund. Mein Mann. Dein Mann? Ja. Du bist sogar verheiratet. Ja. Seit wann? Seit November. Seit dem 2. November. Also noch ganz frisch verheiratet. Ein junges Pärchen. Ja. Wie lange kennt ihr euch schon? Circa 3 Jahre. 3 Jahre? Da warst du mal gerade 15. Jo. Und er 37. Mhm. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Durch seinen Freund. Und wo? In welchem Zusammenhang oder Umfeld? Durch ein Handy haben wir uns kennengelernt. Wie durch ein Handy? Sein Freund hat eine Freundin gesucht. Dann fiel darauf durch eine Anzeige, hat er aufgegeben, durch ein Handy. Mhm. Habe ich ihn darauf gemeldet. Nur daraus ist nichts geworden. Dann habe ich auch ihn kennengelernt. Mhm. Ich muss mal eben ganz blöd fragen. Anzeige durch Handy? Wie geht das denn? SMS. Ja, und wie kann man dann eine Anzeige aufgeben? Das ist so eine Art Handybörse. Ach so. Siehste, kenne ich noch gar nicht. Auf jeden Fall, so habt ihr beide euch dann kennengelernt. Ja. Mhm. Dann kam... Aber da warst du doch erstmal wahrscheinlich ganz baff, als du hörtest, der ist Mensch, ich bin 15 und der 37. Warst du denn da überhaupt interessiert dran? Das wusste ich noch gar nicht zu der Zeit. Wie lange hat er dich im Unklaren gelassen? Er kam eine Woche darauf, später Woche zu mir. Ja. Und hat es mir erzählt, wie alt er ist. Das hast du ja gesehen dann auch, dass er nicht mehr so der ganz knackigste ist, ne? Ja, stimmt. Also nicht mehr so wie mit 15, meine ich. Und wie war da dein Gefühl, dein erstes Gefühl? Ganz gutes. Ja, warst du nicht irgendwie entsetzt und dachte, soll ich denn mit so einem alten Knacker? Nee, war ich nicht. nichts für ungut, Joachim. Wir unterhalten uns gleich auch noch. Also von Anfang an fandst du das gar nicht so übel, dass er doch sehr viel älter ist. Mhm. Ja, dann gab es ein bisschen Probleme hinterher mit meinen Eltern. Ja, das glaube ich, darauf wollte ich gerade hinaus. Was haben deine Eltern gesagt? Das hätte dein Papa sein können im Prinzip. Ja, zuerst waren es alle dagegen, haben nur gemeckert, das ist alt für dich. Mhm. Du darfst mit denen nicht mehr treffen. Mhm. Aber es hat mich wenig interessiert. Mhm. Wir haben uns weiterhin getroffen. Mhm. Als erstes hat er sich dann mit meiner Tante getroffen, wir drei, am Bahnhof. Mit einer Tante von dir? Mhm. Ja. Am Bahnhof getroffen? Ja. Da war sie noch ein bisschen sauer auf ihn. Ja. Weil er hat Hallo gesagt und sie hat es nicht so ganz verstanden. Aber dann nach einer Zeit ging es dann. Mhm. Da hat er uns eingeladen zum Kaffee trinken. Und wann haben sich die Eltern so ein bisschen umorientiert oder sind die bis heute dagegen? Nee, es geht. Meine Mutter ist einverstanden jetzt. War die auch auf der Hochzeit? Ja, die war auf der Hochzeit. Der Vater auch? Nee, der war nicht mit. Das heißt, der Vater ist bis heute dagegen? Bis heute noch, ja. Mhm. Wie gehst du damit um, dass deine Eltern nicht so ganz dafür sind oder der Vater sogar ganz dagegen? Ich rede mit ihm fast gar nicht mehr. Mhm. Aber meine Mutter, die ruft jeden Tag an, unterhalten wir uns sehr gut. Mhm. Mein Vater schreibt mich heute noch manchmal an. Mhm. Also das Verhältnis zu deinem Vater ist jetzt durch diese Verbindung zu deinem sehr viel älteren Freund eigentlich kaputt gegangen? Ja. War das vorher gut, das Verhältnis? Es ging.
Es ging. Mhm. Ja. Kannst du sagen, was dich an Joachim, der nun heute 41 ist und du 18 Jahre alt, was dich an dem Joachim so fasziniert? Weiß ich nicht. Kannst du nicht so sagen? Nee. Gibst du mir den Joachim mal, Marion? Mach ich. Mhm. Guten Abend, Domian. Hallo Joachim. Nichts für ungut, wenn ich gerade mal so alter Knochen gesagt habe oder so. Nee, ist ganz einfach. Aber das ist ja nun doch eine sehr komische und merkwürdige Geschichte. Ein 37-jähriger Mann baggert ein 15-jähriges Mädchen an. Ja, Moment, also das habe ich nicht gemacht, ja, ich habe es nicht angebaggert. Naja gut, aber du hast dich drauf eingelassen. Ja, es ist so eben halt gewesen, dieser Kumpel von mir, der hat sich von Anfang an belogen, weil ich kenne ihn jetzt schon jahrelang und der belügt eigentlich regelmäßig diese Mädchen. Der hat ihr dann erzählt, er wäre 25, in Wirklichkeit war er 35. Mir hat er erzählt, sie würde den Tag, also wie er dann oben war, 18, dann hatte er mich angerufen, mir den Telefonhörer gegeben und sie mir dann auch gegeben. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich sag, weiß schon einiges von dir, dass du Marion heißt, dass du 18 bist. Mhm. Und da kam eben raus, dass das schon wieder gelogen war. Mhm. Na gut, aber dann wusstest du es ja doch relativ schnell, dass sie erst 15 ist. Warum hast du dich denn weiter auf sie eingelassen? Sie war ja da noch eine Minderjährige mit 15 Jahren. Ja, das ist, ich weiß auch nicht, das war irgendwie so ein, ich denke, jetzt fährst du mal rauf, guckst dir die mal an, ne? Weil irgendwie stimmmäßig gefiel mir das schon alles und. Kommt man sich denn da als erwachsener Mann nicht, ein bisschen blöd vor, wenn man sich dann auf so ein junges Mädchen einlässt? Nee, ich muss mal so sagen, ich bin also früher Schaustellergehilfe gewesen. Ja. Ich habe da eigentlich ziemlich viele junge Mädchen kennengelernt. Bin auch heutzutage noch mit vielen, sag ich mal, jungen Mädchen befreundet, so, ja. Aber da war so nie was. Also du hattest nie früher eine Beziehung mit einer sehr viel jüngeren Frau? Nee, also meine, muss sagen, ich bin ja das zweite Mal jetzt mit ihr verheiratet. Meine erste Frau war 2 Jahre jünger als ich. Und das hier war also wirklich nun für mich hinterher, und ich werde sagen, der absolute Hammer. Weil ich habe immer, weil dieser Kumpel hatte immer diese jüngeren Frauen und da habe ich immer gesagt, sowas kann mir nicht passieren. Mhm. Und jetzt ist es mir nun mal eben halt passiert. Und du bist froh und glücklich in dieser Beziehung jetzt? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, warum habt ihr denn überhaupt geheiratet schon? Ja, das war, sie wollte schon viel früher heiraten. Um von zu Hause wegzukommen oder warum? Ja, das war mit dem Grund, weil ihr Vater ist nun mal eben Alkoholiker. Mhm. Und meine Schwiegermutter, die leidet auch unter ihrem Mann. Also schrieb da mein Schwiegervater. Okay, was gibt es denn sonst noch für einen Grund? Was gab es sonst noch für einen Grund, so früh jetzt zu heiraten? Also ich meine jetzt früh bezogen auf Marion. Halte ich schon für sehr früh und vor allen Dingen auch in der Konstellation. Warum? Abgesehen von der Vaterproblematik. Das ist einfach so gewesen, Domian. Sie hatte, was mich eigentlich dann auch berührt hatte, sie hatte meinem Kumpel erzählt, dass er vergewaltigt worden war, ja? Mhm. Und mein Kumpel hat dann so eine blöde Bemerkung gemacht. Und da habe ich mich natürlich mit dem Kumpel an die Köpfe gehabt. Aber die eigenen Eltern haben sich nicht drum gekümmert. Ist es denn so? Der ist drum gekümmert. Ist es denn, entspricht das der Wahrheit? Ist das passiert? Ja. Von wem? Von einem, der hat hier früher an der Tankstelle gearbeitet. Und wie alt war sie da? Da war sie gerade mal 17. Also wart ihr schon zusammen? Ja, wir waren schon zusammen, aber... Gut, das ist eine tragische Sache, die da passiert. Das beantwortet aber noch nicht meine Frage, warum ihr geheiratet habt. So früh. Ja, sie wollte dann halt eben schon früher heiraten. Sie fing immer an, lass uns heiraten. Ich sag, lass uns doch noch warten. Mach jetzt eine Lehre oder was. Sie wollte irgendwie die Sicherheit haben oder vielleicht so ein Zuhause haben, ein neues? Ja, sie wollte halt auch von zu Hause weg. So, nun ist das ja doch in der Tat, finde ich, ein großer Altersunterschied. Wie kommt ihr denn damit klar? Als 18-Jähriger oder Jährige hat man doch ganz andere Interessen als mit 41. Auch das will ich so eigentlich nicht sagen, weil erstmal, sie ist kein Mensch, der gerne rausgeht. Mhm. Sie ist, muss ich in der Beziehung sagen, Hausmütterchen. Mhm. Und wir machen also sehr viel zusammen und wir haben uns irgendwie zusammen gefunden und alles, das ist also... Und alles ist jetzt im grünen Bereich. Ja, und was das Schöne an der ganzen Sache ist, wir sind ja genau 23 Jahre auseinander. Mhm. Also auf den Tag sogar. Mhm. Ja, und am gleichen Tag Geburtstag, ne? Was für ein schöner Zufall. Ja, ne? Ja, allerdings. So, seit November verheiratet. Ja. Jetzt mache ich nochmal einen ganz kleinen Schlenker. Das müssen wir aber auch nicht vertiefen, wenn du das nicht möchtest. Oder das ist auch nicht so das Hauptthema. Zu dieser Vergewaltigung. Was ist denn daraus geworden? Ist dieser Mann angezeigt worden?
Gab es da ein eine gerichtliche Sache oder ist der Mantel des Schweigens darüber gelegt worden? Nee, wir haben da also, wo ich das jetzt in Gang geschmissen habe, da ist jetzt alles so weit, es ist jetzt auch noch am Laufen. Ah, verstehe. Wir warten jetzt auf die Gerichtsverhandlung und dann gehen wir mal davon aus, dass er seine Strafe kriegt. Das wollen wir dann noch sehr hoffen. Klar. Lieber Joachim, ja? Du grüßt mir nochmal Marion. Es ist eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Diese hat einen ungewöhnlichen Anfang. Aber nun ist es, wie es ist. Sie ist 18, du bist 41. Mhm. Ich wünsche euch für eure Ehe alles Gute. Und viel Glück, einfach rundherum viel Glück. Lasst es euch gut gehen. Und Domian, macht so weiter. Marion hat es auch gerade gehört, weil hört das alles gerade auch auf eure Höre. Ja. Deswegen, wir wünschen dir auch noch für deine Sendung viel Glück. Das ist sehr lieb von euch. Okay. Und, grüßen wir auch die anderen alle. Das mache ich. Und der mit dem, halt eben, wenn er es noch hört, der mit dem Tumor gerade, was er da hatte. Ja. Das ist zwar jetzt auch ein ganz anderes Thema, da will ich jetzt auch nicht drüber reden. Ja. Da, der soll die Ohren steif halten. Alles klar, Joachim. Ich verabschiede mich von euch. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss. Dann habe ich hier den Harald und Harald ist 38. Guten Morgen. Morgen, Domian. Ja, hallo Harald. Jürgen. Hallo Harald. Ich muss gleich einmal dazu sagen, ich bin schwer krank. Ja, was hast du? Ich bin seit 1,5 Jahren schwer krank. Ja. Und habe sogar meine 12-jährige Tochter mittlerweile angesteckt. Was hast du denn für eine Krankheit? Die Domian-Krankheit. Ja, das ist ja nur sehr schmeichelhaft. Ich schreckte gerade schon zusammen, du lieber Gott, 12 Jahre schwer. Ich hoffe, du verstehst ein bisschen den Spaß. Ja, aber 12 Jahre, also wir feiern jetzt bald 7-jähriges Jubiläum, aber 12 Jahre sind wir noch nicht da. Nein, meine 12-jährige Tochter habe ich angesteckt. So, deshalb verstehe ich. Ja, sie sitzt neben mir. Ich grüße sie herzlich. Wie heißt sie? Jasmin. Jasmin, im LKW? Im LKW, ach, ja. Du bist, wir sitzen jetzt gerade im Postzentrum in Bielefeld. Aha. Und den wir gerade miteinander da Domian hören. Leider Gottes müssen wir jetzt ein Radio ausmachen, es geht ja nicht anders. Genau, ja. Aber sie sitzt neben dran, sie deine Sendung, wenn es geht, immer. Das ist ja süß, aber sie kann das ja nicht so oft hören, weil sie sicher früh raus muss zur Schule. Richtig, genau. Ne? Dann richtig. Eher freitags oder vor Feiertagen oder so. Richtig, genau. Du bist wir haben angefangen hat das Ganze mit meiner Frau. Die hat deine Sendung immer sehr oft gesehen, bevor dass sie wieder festes Arbeiten angefangen hat. Ja. Und dann habe ich immer gesagt, wie kann man sich so eine Sendung ständig anschauen? Also das kann ja gar nicht, ne? Ja. Und dann, seitdem, dass ich diese Linie hier fahre auf zu dir, höre ich deine Sendung seit 1,5 Jahren ununterbrochen. Ist das wahr? Ja. Welche Linie fährst du? Kann ich jetzt nicht so genau sagen. Sonst steige ich mir selbst auf die Füße. Ach so, na okay, müssen wir auch nicht vertiefen. Müssen aber auf jeden vertiefen. Fall bist du nachts immer hier so in unserem Sendegebiet von 1Live unterwegs. Richtig, ganz genau. Und kannst uns dann verfolgen. Immer, jede Nacht. Ich verfolge jede Sendung von dir. Sag mal, die Jasmin. Gibst du mir aber eben die Jasmin? Ja, warte mal. Da. Ja? Hallo Jasmin, ich grüße dich. Hallo. Du bist 12 Jahre alt, sagt dein Papa. Ja. Und du hörst uns manchmal auch. Ja. Was für Themen interessieren dich denn so am meisten bei uns in der Sendung? So, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Alle. Alle, aber... Ach so, ich soll dich von einem Kollegen grüßen. Ich höre schon, da ist ja richtig Menschenauflauf. Ja. Hey, 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 hey. Und du bist mit dem Papa jetzt unterwegs im großen Lastwagen. Ja. Die ganze Nacht noch? Ja. Ist eine tolle Sache, ne? Mit so einem großen Ding rumzukutschieren. Ja. Hast du morgen frei? Ja, ne? Ach, die Ferien fangen doch schon an, ne? Oder? Ja. Jasmin, gib mir schnell nochmal den Papa. Ja. Und ich sag zu dir Tschüss. Tschüss. Juhu. So, Jürgen. So, Harald, ich freue mich und fühle mich sehr geehrt und grüß mal die anderen Jungs da auch, die da gerade zugerufen haben. Ja, du siehst, du bist bekannt, also so ist es nicht. Ja, aber jetzt muss ich mich von euch für 2 Wochen verabschieden. Ich wollte ganz kurz nur sagen, deinen ersten Anrufer muss ich sagen, Hut ab. Ja, ne, finde ich auch. Respekt, gewaltig. Absolut, ja, gewaltig. Ja, sehe ich auch. Alles so. Klar, Jürgen, schönen Urlaub. Schöne Ostern euch. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, ich bedanke mich bei meinem Team. Diese Woche im Hintergrund bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Michael Jansen. Jetzt hätte ich beinahe Michael Jackson gesagt, das ist so Michael, also Michael Jansen. Pamela Koppei,
Christian Part, Thorsten Palut, Dorit Herber und Anna Hüsch-Kraus. Wir machen jetzt eine kleine Osterpause und sind in der Nacht vom 8. auf den 9. April wieder hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Ja, ich wünsche euch schöne Ostern und hoffe, dass wir uns gesund und munter wieder hören und dann auch wiedersehen. Bis dahin, ciao.